Guten Tag, meine lieben Freunde. Es geht weiter mit WWE. Beim letzten Mal haben wir die Köpfe rasiert gehabt von den, ich weiß gar nicht, Luther, Lachororas oder wie die heißen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nee, was laber ich? Beim letzten Mal haben wir hier das Ding, den Titel geholt. Wir waren bei WWE UK, haben die offene Herausforderung angenommen und sind dann da einfach rausspaziert. Wir geben ihm mal ein paar Punkte hier. Scheißegal, was. Was? Okay. Da haben wir hier noch ein paar Sachen hier chosen, die NXT-Übertragung, und jetzt wollen, genau, da kam mir die Eilmeldung, NXT UK Championship und der Heritage Cup sind derzeit in Geiselhaft. Ja, wir haben das Ding einfach mitgenommen, den Titel und dann den Pokal, aber guck mal hier, The Rock, ich sehe dich, Karucha, und ich glaube, jeder weiß jetzt, wer du bist. Guck mal, sogar The Rock, Dwayne The Rock Johnson findet uns geil. Wir machen weiter mit Tavish. So. Du meinst also, ja, das ist improvisieren. It's what felt right in the moment. You've always told me to trust my gut, right? Wenn ich auf meinen Bauch immer hören würde, dann würde ich nur fressen, Alter. Sure, but sometimes your gut is wrong. I mean, after all, it's just a gut. It's got no brain cells or anything. Brain cells. Are you not on board with this? No, no, I'm on board. It's just, you know, lawsuits and such. So sieht das aus. Karucha zeigt das der WWE. So, you're the master planner. Ah genau, und jetzt können wir auswählen, wo wir den Cup präsentieren werden. Oder auch nicht. Wo die Reise begann, will er zurück? Was meint Karucha damit, ey? Was meint er damit? Freunde, was meint er damit? Wir gucken rein. Was habt ihr euch angeschaut? Habt ihr in letzter Zeit etwas Gutes gesehen oder nur aufmerksamkeitsgeile Clowns, die auftauchen, wo sie sich hingehören? Egal, die Show geht weiter. Für einen, der echt dazugehört, euren echten WWE Champion Slade. Oh, hi, Slade. Ich glaube, du hast mich gemeint. Den NXT UK und Heritage Cup Champion. Du fehlst mir, Kumpel. Und Reed Tavish sagt, ich sehe dich nicht trenden, Slade, aber Karucha schon. Glaube ich. Oder vielleicht trendet er nur für mich. Keine Ahnung, jedenfalls tut es mir leid, dass du im Schatten deines alten Kumpels stehst. Chosen lacht sich tot darüber. Wir haben ja am Anfang Karucha, hier im UK Club. Das ist Karucha mit seiner Mucke, Alter, ey. Guckt euch den Cup an und seinen Titel. Ich wollte gerade nur sagen, dass wir am Anfang ja Chosen ein bisschen fertig gemacht haben, beziehungsweise negativ uns darüber geäußert haben. Und, ja, guck mal hier, der Glatzkopf, Alter, diese Maschine, ey, guckt euch das an. Ich rede gleich weiter wegen Chosen. Das ist auch gerade so eine Cutscene, das ist nicht so ein normaler Einlauf. Geil, Alter, wir haben hier in dem Pub, in der Kneipe sind wir zurück, ey. Präsentieren hier den Titel und den Pokal Heritage Cup und den WWE UK NXT Championship Titel. Karucha zurück im Ring mit dieser Maschine da. Müssen wir jetzt gewinnen, aber? Guck mal, er hat eine Goldkette einfach rum. Es geht um den Titel? Oder er präsentiert den einfach nur? Ich weiß ja nicht. Alter, der ist doch echt ekelhaft. Guck mal, deine Nippel gucken außen raus, ey. Dann zieh doch gar nichts erst an. Los geht's hier auf jeden Fall. Jetzt mal, zack. Oh ja, er gibt Superman-Punch, ey. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, am Anfang hatten wir Chosen ja immer ein bisschen auf dem Kieker, sag ich mal. Er hat sich so komisch verhalten. Wir dachten immer, er wäre nur darauf aus, dass er ein paar Follower gewinnt. Aber im Endeffekt, Alter, er schmeißt es einfach raus. Ist das nicht hier UK-Regeln oder sowas? Wir dachten, er wäre nur darauf aus, einfach... Oh Mann, jetzt kontern die schon wieder alles, ey. Einfach nur darauf aus, für sich selber ein bisschen Promo zu machen. Aber im Endeffekt hat er uns unterstützt, geholfen, war auf unserer Seite und... Man muss auch mal einen Props hier rausmachen an Chosen. Ja, Freunde, ich habe jetzt auch ein, zwei Wochen nicht mehr gespielt gehabt. WWE. Bin da nicht zu gekommen. War ein bisschen was los bei mir privat. Ist ein bisschen Scheiße passiert. Ist aber auch nicht so wild, würde ich sagen. Wenn ihr ein bisschen was hören wollt, was ich erzählen soll oder so von meinen Sachen, die ich so privat erlebe, mache, passiert eigentlich nicht viel, ehrlich gesagt. Arbeite halt. Und fertig. Mehr mache ich auch nicht. Ein bisschen Fußball spielen. Ich spiele Fußball im Verein, wen es interessiert. Aber ich glaube nicht, dass so der eine oder andere hier ist interessiert. Deswegen konzentrieren wir uns hier mal auf den Kampf. Langsam mal, Alter, was macht der? Der wirbelt da rum einfach. Reicht langsam, Digga. Reicht. Reicht wirklich, ey. Hier, komm, Karucha, das hat der in Japan gelernt hier. Bumm, auf den Rücken rauf. Das hat der in Japan gelernt. Komm, wir schmeißen ihn in die Ecke.
Ab in die Ecke mit dir, Crenshaw. Oh, ey, warum ist das, landen die halt nicht mal so hart dagegen? Ich drück nur einmal drauf. Das verstehe ich nicht. Er rollt sich raus, ey, Lappen selbst. Lappen selbst, ey. Richtiger Lappen selbst. Komm, steh auf. Ich schmeiß ihn noch in meine Ecke. Ich tapp jetzt einfach nur einmal raus. Nur drauf getappt habe ich. Komm, und auf ihn. Ja, natürlich weicht er aus. Und jetzt jumpt er auf uns, oder was? Nein, nein, nein. Du schläfst, Junge. Du schläfst. Wir haben schon einen Big Boot, sehe ich gerade. Können wir auch mal machen. Oder Comeback Move war das auch sogar. Hätten wir machen können. Ja, ja. Er ist einfach beweglicher als Rey Mysterio, dieser Typ, Mann. Wie macht der das? Guck mal, was der wiegt safe 300-400 Kilo, ey, wieder aussieht. Einfach Maschine. Immer diese Glatzköpfe sind so. Sein Körper ist schon komplett rot, Mann. Pinnt uns. Wen willst du verarschen, Mann? Er pinnt uns. Wir haben nicht mal irgendwie so viel Leben verloren oder so. Jetzt geh auf den Boden, Mann. Heb ihn hoch, Karucha. Big Boot. Big Boot, komm. Bumm. Und er liegt. Komm. Aber wir geben ihm noch ein paar Tritte. Wir geben ihm noch ein paar Tritte, bis er benommen ist. Und jetzt. Komm, geh hoch. Wir zeigen ihm, was wir in China gelernt haben. In Japan, sorry. Wir zeigen ihm, was wir gelernt haben. Hier vom obersten Seil, der Finisher. Moose, Flying Moonsault heißt er, glaube ich. Weiß es nicht. Und 1, 2. Oh, er kommt natürlich raus. Er kommt raus. Aber nicht mit uns. Wir versuchen ihn zur Aufgabe zu zwingen hier nochmal. Das kontern die immer, ne, wenn man zur Aufgabe zwingen will. Irgendwie kontern die das immer. Ja, ist okay. Er hätte schon lange eigentlich, schon lange hätten wir ihn haben müssen. Der hat gar kein Leben mehr gehabt und war am Ende. Ich glaube, er hat Dings gehabt. Widerstand. Kopfnuss von Karucha, auch gefährlich. Komm. Er steht schon wieder einfach auf direkt. Er steht einfach schon wieder direkt auf. Wir können doch hier auch noch hier, guck mal. Zack. Alter, macht er einfach Rückwärtssalto. Wie krank ist dieser Karucha geworden eigentlich, Mann? Guck mal, benommen. Er zittert da mit seiner Hand in der, habt ihr es gerade gesehen? Komm. Zur Aufgabe zwingen, komm. Direkt den Knopf. Direkt. Alter. Ich dachte, ich wäre der schnellste Finger auf Mexiko, Mann. Aber bin ich gar nicht. Ah, Mann, schaffe ich noch nicht. Ach, weil das der Kopf war. Deswegen. Komm, da reicht doch ein Big Boot. Da reicht doch ein Big Boot. Und wir pinnen ihn. Das ist doch kein John Cena oder Randy Orton hier. 1, 2, 3. Karucha zeigt, dass er immer noch eine Maschine ist. Den ersten Sieg mit den WWE UK NXT Titel gewinnt er. Er hat den angeblich geklaut, aber meiner Meinung nach hat er den fair gewonnen. Das war ein offener Kampf. Beziehungsweise, da konnte jeder rauskommen und jeder gegen ihn kämpfen. Gegen den, ich weiß gar nicht, Slade. Und Karucha hat's gemacht und gewonnen. Also ganz ehrlich. Ja, he's always singing wrestling, but honestly, how long can this go on? Is there a plan here? Or is he just avoiding a real challenge of returning to the place? Redet er über Karucha oder was? All valid points. Ah, okay. Can you talk to him about this? I tried, but he didn't want to hear it. Plus, there's possible legal action from WWE. It's gonna get ugly. I might have to do what I can. Also hilft Tavish wieder Karucha. Sie redet ja gerade mit dieser Kate, ne? I've never seen you do that. Come on, we're going to miss our flight to Mexico. And since when do you do interviews? What are you even saying anyway? Karucha hat es nicht mitbekommen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal von Ort zu Ort. Also jetzt gehen wir wahrscheinlich nach Mexiko. Ja, da kommt Karucha rein. Lucha Libre Magista. Zeigt er wieder den Titel. Ah, den können wir doch diesmal überspringen, oder? Nee, kann man gar nicht. Das kann man auch nicht überspringen. Ja, dann geht er wahrscheinlich erst von UK nach, jetzt sind wir in Mexiko, danach nach Japan, um einmal alles zu präsentieren. Einmal nochmal das Show laufen. Guck mal, da ist seine Glatze immer noch. Die haben wir doch rasiert. Ich dachte, die rasieren alles weg, machen komplett Glatze. Da habe ich mal, okay, da haben die mich, WWE mich hochgenommen, weil ich dachte, die machen komplett Glatze bei den Maggas. Ich kann es nicht überspringen hier, Freunde, ne? Aber die haben einfach nur so ein bisschen rasiert, weil die sich dann befreien konnten und weggelaufen sind. Guck mal, seinen Kopf an. Alter, mit seinem Pferdeschwanz da. Alter Verwalter, Karucha zurück in seine Heimat. Mexiko, da kommt er her. Übrigens. Wer es noch nicht wusste, das ist sein Heimatland. Ist auch ein, guck mal, was er in der Mitte hat, ey, wie das aussieht. Seiten hat er schon auf Null gehabt, der Typ. Komm, jetzt rasieren wir hier einmal durch. Das sind ja jetzt keine schweren Gegner. Karucha schon auf Stärke 89.
Die sind safe nur 78 oder so. Kein Wunder, dass es eben so schnell ging. Komm, gib ihn. Zack. Ah, gib ihn Ellbogen. Oh ja, natürlich. Guck ihn dir an. Wen willst du verarschen, ey? Gewinne das Match durch Pinfall oder Aufgabe. Komm, kurz Prozess. Machen wir hier. Steh auf. Steh auf, genau. Steh auf. Ja, chill, chill, chill. Angel ist das. Angel, die Maria. Zack. Ab zu Boden. Paar Tritte geben. Einmal die Faust ins Gesicht. Das ist doch krass, ne? Also ich habe ihr ja das Moveset gegeben mit diesen Rumspringen und so, das hier zum Beispiel. Weil halt so passt ein bisschen zur Geschichte, so dass er in Japan war. Da hat er das gelernt. Guck mal, er will schon wieder einen komischen Move machen. Digga, wen willst du verarschen, Mann? Wen willst du verarschen? Als ob der so weit springen kann. Zack. Alter, das tut weh. Guck mal, wie viel Schaden wir auch schon machen. Hier, so geht das. Zack. Bumm. Wie viel Schaden wir schon machen. Das ist schon echt heftig, ey. Muss man ja mal sagen. Heben den mal hoch hier, den Angel, damit er nicht mehr auf dem Boden liegen muss. Und dann schmeiß ihn auf den Boden. Jawohl. Das tut weh. Wir werden nicht mal richtig Schaden nehmen, ich sag's euch. Guck mal. Zack. Ausweichen. Wie Muhammad Ali in seinen besten Zeiten, ey. Weicht er da aus, Karucha. Hat er gelernt. Hat sich Videos von Muhammad Ali immer angeguckt. Er braucht gar nicht aufstehen, Alter. Warum? Wozu? Erste Finisher machen wir dir gleich platt. Wenn wir gleich Signature haben, Signature Finisher. Gute Nacht. Ich sag's euch. Komm, steh auf. Zack. Yo, chill. Nicht mit Karucha, Mann. Was denkst du dir da, ey? Komm, hau ihm ein paar Mal nochmal. Zack. Alter. Also wirklich, es tut auch absolut weh, was der da mal macht, ne? Karucha mit seinem Gewicht. Komm, jetzt geben wir einen Big Boot hier. Ein Big Boot. Bumm. Und dann gibt's den Finisher. Natürlich den Spear. Bei so einer Maschine brauchen wir einen Spear. Karucha kann es nicht abwarten. Er liegt, ist benommen. Und das muss es gewesen sein. One, two, three. Alter, ist das ein Lappen gewesen, ey. Das war ja nix. Guck dir das mal an unten links. Karucha, der hat nur ein bisschen rot. Klar hat er mich Papa getroffen, aber der war ja noch schlechter als der von in der Kneipe da. Karucha marschiert durch. Ich bin gespannt, wo der Weg noch hingeht, ey. Das wird es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Der wird immer und immer weitermachen. Und wir gucken, wo die Reise weitergeht jetzt. Spulen wir zurück. PWJ hat den scheißesten, oh sorry, heißen scheißen Wrestling, den Outlaw Champion Karucha gegen Chosen in Japan Dome. Dieses Mal 2 out of 3 Falls. Oh. Ich glaube immer noch, dass ich der heiße Scheiß im Wrestling bin, aber ich respektiere, was Karucha geleistet hat. Aber jede Tour muss einmal enden. Das ist jetzt meine Hardware, Junge. Chosen. Das wird ein Spieß, Chosen. Aber ich werde Japan garantiert mit allem verlassen, was ich mitgebracht habe. Ich werde dafür einschalten, sagt Hector Flores. Hector Flores, den haben wir auch geholfen gehabt, ne? Jetzt sind wir auch in Japan angekommen und da gibt es auch nochmal den Titel, die Einlaufmusik. Tavish und Karucha zum dritten Mal das gleiche. Ich glaube, das braucht ihr nicht nochmal sehen. Das kann ich getrost überspringen. Wir kennen es mittlerweile. So, da ist Chosen. Da sind wir auch bereit im Ring jetzt langsam hier. Wir können losgehen. Gegen Chosen, wir wollen den Titel nochmal verteidigen. Tavish draußen, unterstützt uns, gar kein Problem. Komm, lauf auf mich zu. Zack, ausweichen, wie Muhammad Ali wieder in seiner besten Zeit. Aber das ist jetzt hier so ein 2 out of 3 Falls. Das heißt, wir müssen ihn zweimal pinnen oder zweimal zu Boden bringen, so gesehen. Entweder Submission oder was auch immer. Komm, zack, zack. Alter, was macht Karucha da? Guckt euch den an, ey, das ist so eine Maschine. Aber trotzdem kann der da laufen, hochlaufen, als wenn Rey Mysterio sein kleiner Bruder gewesen wäre, Alter. Ich hab das Gefühl, dass es einfach geworden ist. Die Schwierigkeit irgendwie anders geworden. Ich hab nichts anders gemacht, wirklich. Ich hab nichts an der Schwierigkeit gemacht oder so. Oder kommt das einfach, weil Karucha jetzt so stark schon ist? Ich hab das Gefühl, das Kontern ist auch viel leichter geworden. Komm. Ja, okay. Und ich hab das Gefühl, dass die Kontern weniger oder so. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er einfach stärker geworden ist, Karucha. Oder dass wir irgendwie besser geworden sind. Aber irgendwie ist das echt komisch. Ich hab echt das Gefühl, das ist mega einfach. Komm, heb ihn hoch. Und gib ihn. Gib ihn. Gib ihn. Jawohl, Alter. So muss. Guck mal, der ist schon mal rot jetzt. Wie schnell das geht mittlerweile. Direkt schon Körper auf rot. Theoretisch können wir da sogar schon auf Dings gehen. Aufgabegriff. Können wir ausprobieren. Auch R2 Kreis. Ja, Alter, Karucha, komm. Oh, nee. Kannst vergessen. Kannst vergessen. So schnell bin ich nicht. Tut mir leid. Ja, zweimal Konter, keine Scheiße.
Er pinnt mich, ich verstehe das nicht. Was denken sich die Leute? Ein Angriff hat da gelandet und will mich direkt pinnen, ey. Hier. Und Big Boot, zack. Gute Nacht. Und ab hoch. Hoch aufs oberste Seil. Wir zeigen doch mal. Ich weiß gar nicht, wie der Move heißt. Komm, der muss durchkommen. Da können wir direkt schon. Jawohl, pin. One, two, three, zack, erstes Mal schon. Und jetzt gleich hinterher noch einen. Ah, Chosen, das lässt er sich nicht gefallen. Der ist ein bisschen stärker, habe ich Gefühl, als die anderen. Minimal auf jeden Fall. Der trifft uns auch öfter. Aber Karucha ist halt ausgewichen. Alter. Sonst kann ich nur diesen Billo-Attacken ausweichen. Das war mal stark. Alter, jetzt hier, zack, steht er direkt auf, kriegt Ellbogen ins Gesicht. Kommen wir mal auf den Boden, können wir auch mal angreifen. Greifen wir ihn mal. Oh, ja, geh raus, Alter. Ist das ein Idiot. Wir können jetzt auch, glaube ich, rausspringen. Guck mal, guck mal. Oh, Digga, Karucha. Alter, habt ihr es gesehen? Mach einen Vorwärtssalto einfach raus. Okay, wir knien ins Gesicht. Komm. Wir schubsen ihn da hinten in die Ecke rein. Zack. Rein, erstmal rein. Wir gehen rein, komm. Der kann eh nichts, Mann. Guck mal. Da passiert gar nichts. Ein paar Tritte nochmal ins Gesicht. Komm, flieg. Ah, guck. Also das ist ja voll overpowered. Man kann R1 drücken und dann macht er diesen Moment Ali ausweichen wie so ein Boxer. Da trifft keiner dich mit. Jetzt macht er wieder irgendwas hier, Karucha. Komm hoch. Komm hoch, bloß nicht. Der soll uns keinen Schaden zufügen. Gib ihn, pack. Jawohl. Gib ihn, gib ihn. Und ab gegen Rücken. Gleich haben wir schon wieder ein Signature. Oder Finisher auch. Ein paar Tritte nochmal. Guck mal hier. Zack, kannst einfach so ausweichen. Habt ihr gesehen, schon wieder. Das ist voll easy. Und der blutet schon. Der blutet schon. Komm. Wir zwingen ihn so auf, geben jetzt aber. Ja, komm mal. Komm mal, komm mal. Komm mal. Komm. Komm. Alter. Alter, der ganze Tisch wackelt hier. Der ganze Tisch wackelt. Ich krieg gleich richtig Ärger hier. Oh, Junge, komm. Eckenfinisher. Dann gibst du ein Spear einfach, komm. Gibst du ein Spear und dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Spear gegen Chosen und dann kann er schlafen gehen. Und dann haben wir es endlich geschafft gegen Chosen. One, two, three. Gute Nacht, Chosen. Das war die dritte Reise mit unserem Titel. Das heißt, jetzt dürfte es vielleicht nochmal anders weitergehen. Wir waren jetzt in Mexiko, in England und auch in Japan wieder, haben die Titel dreimal verteidigt mit Karucha. Mal sehen, was jetzt noch auf uns wartet. Bin gespannt. Für die unter euch, die kein Ticket für den ausverkauften Japan-Dom bekommen haben oder es per guten allen Pay-Per-View gesehen haben, Chus und ich haben rasiert, aber ich habe immer noch die Hardware. Es ergibt Sinn, dass sich zwei Dünnbrettbohrer um Hardware streiten würden. Ich bin der einzige echte Champion hier, WWE-Champion. Halt die Klappe, Gabe. Mark for Life, wer ist er denn mit der Maske da unten? Verstehe nicht. Okay, Posteingang, Shawn Michaels, okay. Tavish, was sagt er denn? Ich sehe, dass du in deiner Abwesenheit nicht wirklich etwas gelernt hast. Wie schade. Ich kann nur sagen, dass du von unseren Anwälten hören würdest. Ach, sei ruhig, Mann, Alter. Die sind doch alle neidisch, Mann. Was wollen die von Karucha? Mal im Ernst. Komm, wir schnacken nochmal mit Tavish. We've got a bit of a problem. The NXT UK Championship and Heritage Cup have gone missing. I swear I had them through customs when we got back. Do you think the airline somehow lost them? Das ist sehr komisch. Stolen? Oh, this is bad. Oder Dings hat die zurückgebracht hier, okay, Tavish. Just calm down. How can I calm down when the two things that have helped make me the hottest thing in wrestling? Ja, Karucha, die holst du einfach wieder, Mann. You made yourself the hottest thing in wrestling. It's not about the honor. And they're not missing. Tavish wieder. Deal? I made a deal with WWE. What do you mean you made a deal? You're going to have fun, joyriding around the world, but now it's time to face the challenges head on. That means. Alter, das Comeback ist am Start, zurück zur WWE. Einfach zurück zur WWE, Tavish ist der beste Mann. Du hast mich schulden. Ja, ich verstehe, warum du das getan hast. Ja. Man muss auch mal, ne, durch den Gegend kommen. Honestly surprised I did this. It was kind of my hope. No, you're
seen it coming a mile away. What can I say? Hello, my God. I wasn't gonna sit back and let you make the same mistakes I made in my career. So you're going back to WWE. Geht doch klar, ab zu WWE wieder. Alright. I guess we're headed to Raw. To Raw? Let's go, Alter. Karuchas wieder im Game. Ja, Freunde. Und ich würde sagen, dann halten wir die Spannung ein bisschen hoch. Schauen uns das beim nächsten Mal an, wo wir genau hinkommen, gegen wen Karucha kämpfen wird. Wir haben die Reise auf jeden Fall beendet jetzt in den ganzen ausländischen Wrestling Entertainment Shows und wieder zurück bei der WWE. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Würde mir mega helfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö. Tschüss.